Hallo, ich begrüße dich und freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute mit dem Video: Wie geht es deinem Seelenpartner heute? Was fühlt er? Was denkt er? Und was möchte er dir sagen? So, ich bitte dich, dass du deine Augen schließt und in der Energie der Klangschale eintauchst. So, ich beginne dann mit der ersten Karte für dich für heute, 14. Mai. So, die erste Karte kommt aus dem Venus-Orakel, die Liebende. Ich heile deine Emotionen, ich schenke dir innere Ruhe und befreie dich zur Liebe. Wird zu deinem Seelenpartner gesagt. Dazu lese ich gerne die Bedeutung vor. Das Auftreten oder die Begegnung mit einer Frau, die sehr heftige Veränderungen in deinem Leben auslösen kann und auslösen will, Emotionen gehen im ersten Moment hoch. Gehe nicht in die Emotionen hinein, sondern komme zur Ruhe, bewahre Ruhe, suche das innere Gleichgewicht zu finden. Das, was geschieht, wird dich verändern und zu einer wahren Liebe führen. Heftige Bewegungen in deinem Leben zeigen an, dass ein Übergang stattfindet. Also wenn du jetzt ein Mann bist und hier anschaust für deine Seelenpartnerin, dann bitte ich, dass du hier umdenkst. Also du hast eine Begegnung hier, also dein Gegenüber, das ist jetzt für den Seelenpartner der Orakel. Also die Begegnung ist mit einer Frau, also in deinem Fall dann mit einem, so von deiner Seelenpartnerin, eine Begegnung mit einem Mann, also mit dir. Und dadurch werden heftige Veränderungen in deinem Leben stattfinden, ja? Und dein Gegenüber sollte das Gleichgewicht suchen und diese Veränderung wird ihm dann zur wahren Liebe führen. Heftige Bewegungen in deinem Leben zeigen an, dass es ein Übergang stattfindet. So, das war die erste Karte, die Venuskarte, dann schauen wir mal, was die Drachen heute sagen. So, die Verbundenheit. Ich spüre die Verbundenheit mit allem und fühle mich dadurch geliebt und beschützt. Also, das heißt, dass dein Gegenüber, dein Seelenpartner, auch diese Verbundenheit spürt. Auch die Verbundenheit mit allem, aber auch zu dir spürt er, ja? Und hier sind drei Karten gekommen. Und die erste Karte ist für deinen Seelenpartner auch Lass los. Wir deuten alle drei Karten zusammen. Was sollte er loslassen? Also loslassen. Da kommt die Gelegenheit. Und suche nach einem Zeichen. Also dein Gegenüber sollte hier etwas loslassen. Es kann also ein Glaubenssatz sein, es kann sein, dass er sich da gegen dich wehrt, kann das sein. Es kann etwas sein, was er loslassen sollte heute in seinem Leben und soll
also diese Gelegenheit, erkennen, was der heutige Tag für ihn bietet und suche nach einem Zeichen. Also es fängt schon gut an, es wird etwas heute losgelassen. So, die Seelenbotschaft. Also die Seelenbotschaft: sei in der Gegenwart und träume von der Zukunft. Wenn wir träumen, ist alles möglich. Also es geht hier darum, ja, es geht hier darum, dass wir oder dass dein Gegenüber auch in der Gegenwart ist und also auch dem Universum halt vielleicht seine Wünsche abschickt und Träume abschickt, weil im Träumen ist alles möglich und die Träume können auch erfüllt werden. Schau mal hier. So, schauen wir nochmal die Seelenpartnerkarten und da kam nochmal die Chakrenreinigung. Also es ist wichtig, dass dein Gegenüber auch seinen Chakren reinigt und hier kommt nochmal die Energiearbeit für deinen Gegenüber, ja. Und Engel für Optimismus und Schönheit. Ich erkenne die positiven Seiten in meinem Leben. Also er wird nochmal aufgefordert, dass der optimistisch bleibt und also wirklich diese Schönheit in sein Leben auch erkennt. Dann kommt nochmal eine Karte. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ja, also wird er nochmal aufgefordert, aufgeschlossen zu bleiben, also in Bezug auf dich. Jetzt schauen wir mal, was seine Seele für dich heute sagen möchte. Und da kommt die Verdrängung. Deinem Wunschpartner lasten tief sitzende Ängste auf seiner Seele, der in den hintersten Schublade seines Bewusstseins geschoben hat. Er möchte diesen Thematik derzeit nicht ansehen, wodurch er überhaupt nicht in seine Harmonie, Balance, geschweige denn zur Ruhe kommt. Er wird aber früher oder später an seinen Ängsten arbeiten müssen und dann wird es aus ihm herausbrechen wie ein Vulkan. Habe Verständnis für ihn und seine Situation und habe Geduld. Das möchte seine Seele für dich sagen. So, ich komme noch einmal kurz zurück hier auf diese Energiearbeit. Also ich habe einige Fragen gestern von euch auch erhalten bezüglich meines Angebots, diese Energiearbeit, was ich für diesen Seelenprozess, Dualseelen angeboten habe. Also du kannst noch gerne daran teilnehmen. Ich schaue das einfach an, wie das bei euch ankommt. Und wenn das so gut ankommt, kann auch sein, dass ich noch eine Woche dieses Angebot verlängere. Es geht hier 7 Tage um eine Energieheilung mit Reiki. Also ich arbeite mit Reiki Groß- und Lichtgrade. Also der erste Grad ist sehr körperlich, der zweite Grad, da kann man die Energie in der Ferne schicken, in der Gegend, also in Zukunft und in Vergangenheit, Themen auch mitheilen. Dann haben wir den Meistergrad, das ist für die persönliche Meisterung, den Lehrer und von dem Lehrergrad an, also den 4. Grad, den Herzsymbol, den 5. Grad, die Halschakra, dann kommen 4 Großgrade, dann kommen die Lichtgrade und die Großmeistergrade. Also ich arbeite dann halt mit dem Herzsymbolum. Also das ist eine absolut reine Liebesenergie und öffnet deine Herzchakra, also öffnet allgemein die Herzchakra. Und das lasse ich hier auf eure Beziehung fließen und natürlich mit dem 12. Grad, mit der großen Liebe. Und das ist eine sehr, sehr
hohe Schwingung, dann wird diese Beziehung geheilt durch diese Energiearbeit. Und natürlich ist das nicht manipulativ, sondern tiefe Verletzungen werden dadurch geheilt, die vielleicht bei euch im früheren Leben stattgefunden haben, damit ihr in diesem Leben einen Zugang zu euch finden könnt. Also diese Energiearbeit ist sehr, sehr wertvoll und ich werde auch über Reiki heute am Abend eine kurze Video machen mit jeglichen Grad, was das bei uns bewirkt. Das möchte ich gerne ausführlich machen hier auf meinem YouTube-Kanal, damit ihr das auch verstehen könnt. So, falls jemand Interesse hat noch an diesen Energiearbeit, also einfach eine E-Mail schreiben über meine Homepage oder einfach mich über Facebook anschreiben oder in den Kommentare und schon bist du dabei, also 7 Tage ab deiner Buchung. So, dann ich sende dir ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald. Namaste, deine Valeria.